Sieht voll witzig aus, der Berg. Hallo? Die Sonne da. Was ist das da links? Ein Dickmaulfrosch. Sicher? Ja. Okay. Das Frohsinnstal. Ah. Ist das der Lippen... nicht Lippen. Blumenfisch? Der uns instant killen kann, wenn er uns frisst? Ja, das ist der Lungenfisch. Flussfreuden. Ja, Freuden. Ha, ha, ha. Die Lippen sind aber gemacht, ja, da hat wohl jemand eine ordentliche Lade Botox abbekommen. Oder Silikon. Eher Silikon als Botox. Botox glättet. Aber ich dachte, mit Botox kann man das auch aufspritzen. Ich denke mal, du spritzt eher mit Silikon auf. Ich hab doch keine Ahnung. Oh, die ganzen Kacheln, so ein bisschen Mosaik. So ein bisschen, als wären wir im Badezimmer. Ja! Ich habe letztens erst mit Mosaiksteinen gearbeitet, deswegen ist das doch sehr vertraut. I just died. Aber du hast irgendwie noch rote Münzen... Oh, ich bin auch halb gestorben. Du hast irgendwie noch rote Münzen mitgenommen. Willst du da unten bleiben? Ja. Dann halt nicht. Das sieht echt ganz schön aus. Eine richtige kleine Wasserwelt. What happened? Ich hab mich so auf den Hintergrund... Nein! Alter, der geht weiter, als ich dachte. Konzentriert, dass ich abgesoffen bin. Jetzt haben wir die Instant-Kill-Fische. Ich hätte auf dem Fluss bleiben sollen, wa? Ich glaube. Das sieht schön aus übrigens, das Wasser. Thanks for going without me. Danke. Moment. Ey, aber der Wasserfall sah süß aus. Moment. Eier holen. Okay. Ja, da schon lauert der Sack. Damit ich wieder mit voller Energie hier bin, nicht, dass wir gleich beide drauf gehen. Willst du dir Eier holen? Achso, ja. Ah, Münzen abschießen. Oh nice, zwei haben wir erwischt. Gut geschossen. Das. Stimmt. Ich hab Angst vor diesem komischen Vieh. Ah! Jetzt können wir weiter. Schwimmen wir auf Oreo-Keksen eigentlich? Sieht schon so ein bisschen so aus. Moment. Moment, mach mal eine Stampfattacke. So. Mhm. Einfach nur die Blume da wegzuhauen. Müssen wir aufspringen? Ich glaube, es ist einfacher, wenn wir nicht zu zweit hier rumlaufen. The money! Nice. I have the money. Okay. Oh no. Dann kommt der raus! Alles kaputt gefressen. Ja. Mhm. Ich frage mich, ob man da irgendwo hochspringen muss, aber das wäre schon gemein. Da zum Beispiel. Ja. 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 Ah! Ich fühlte mich gerade kurz verarscht. Ja! Bist du da zu groß, wenn du drauf bist? Ja. So. Ja, dann wären wir eindeutig zu groß gewesen, aber war eh nichts. Moment, hab dich. In den Checkpoint! Oh, ah. Ich hätte eher gedacht, dass da jetzt Sternchen unterfallen. Ja, ich auch. Herzchen. Ob du da rein kannst? Ich geh da mal rein. Du bist aber voll, willst du mich nicht über... Passt schon. Ich dachte, ob da was links oder was ist. Natürlich. Moment. Oh, ich hab keine Eier. Upsa. Wow! Wollte noch gucken. Aber gerade so noch gesaved, ne? Nein, nein, ist alles gut. Das ist ein schönes Level. Mhm. Boing. Klopp. Jeep, Jeep! Willst du holen? Ich glaube, ich bin voll. Soll ich mal einmal aufspringen? Achso. No! Ich wollte die Dose da abschießen. Achso. Weil, dann machst du. Beides.
So, jetzt ist da noch was. Moment. Schieß du es ab, oder? So. Oh nein. Ich hab sie! Okay. Meine Güte, dieser Lungenfisch, ne? Wie nennen wir ihn? Fressbert? Lungomatos. Ich bin für Fressbert. Ich hab das Geschenk gefunden übrigens. Ja. Ich finde das amüsant. Das ist schön für dich. Richtig gehässig. Schön für dich. Doppelpunkt Klammer. Blume! Nicht, dass ich sie bräuchte, aber... Oh. Mein Gott. Hallo? Aber ich glaube, an die Blume kommen wir gar nicht dran. Von hier. Ach, da hinten? Ja gut, aber von hinten einfach dann. Oder von vorne quasi. Sobald wir irgendwann dahin können. Oh, ich wollte eigentlich nur das Ding abschießen. Ja. Habe ich auch getan. Er wollte dich haben. So. Okay, cheap, cheap. Ciao, cheap, cheap. Dann jetzt nach links, zu der Blume. Ja. Willst du aufspringen am besten? Okay. Die wollte ich eigentlich als Plattform benutzen, aber gut. Oh, gut zu wissen. Ups. So. Willst du die eine mit abschießen? Muss ich mir gleich so holen. Ja. Wobei, ich bin hier entlang gegangen. Egal. Wer will eigentlich noch diese feuchten Kekse noch essen? Kein. Sind das überhaupt Kekse? Ich glaube, durch die Reflexion sehen sie aus wie Oreo-Keks auf dem Wasser. Einer für Kai, einer für Steve, einer für Ali, einer für Jenny. Gehst du nach vorne? Oh. Kannst du denn dieses Ding abschießen? Okay. Aha. Oh Gott! Plattform! Oh Gott! Nice! Mhm. Moment. Okay. Ich komm mit. Nein! Ich komm nicht mit. Oh Gott. Nice. Sammel alles ein. Gut. Hab ich. Das war echt gut von dir. Ja, jeder, der gerade nicht genannt wurde, wird von mir gehasst. Eigentlich ja nicht, weil ihr diese komischen Kekse nicht essen müsst. Nee, gleiches Ziel. Aber drei rote Münzen und eine... Hallo. Okay. Da oben die Münzen. Mein Gott. Okay. Gib mir doch die letzte Blume spielen. Da. Moment. Ich hab sie. Und weiter. Nein, ich bin abgesoffen. Lebe. Beleben. Da. Da. Nimm dich. Nimm dich. Wait. Nimm dich. Okay. Ich glaube, wir haben alles, oder? Mein Name wurde richtig ausgesprochen. Oh. Das war intens. Ja. 1,20. Eieiei. Aber hey, wir haben alles. Vollständig. Und sicher jetzt genug Münzen, um die Sachen einzukaufen. Ja. Oh Gott, und das nachher wieder rückwärts. Uiuiui. Aber wahrscheinlich werden wir heute eh noch die Vorderseite machen und die Rückseite dann beim nächsten Mal, denke ich. Joa. Wie immer. Aber die werden auch immer teurer. Ja. Das ist schon ziemlicher Wucher. Fischbert wird wahrscheinlich genau wie Snakebert nie weggehen. Kostüme! Raketenspitze! Minzsternschnuppe! Raumschiff! Cybo! Froher Planet! Oh. Magnetschachtel! Lila Sternschnuppe! Blaue Sternschnuppe. Voll Copy-Paste. Mahlzeit. Deckel mit Stern. Warte mal kurz, bitte.
Abgesehen davon, dass Deckel mit Stern ja wohl der Inbegriff von grüner Kaffeesahne Reloaded ist. Ja. Minz da oben. Ja. Dann rosa oder so. Ja. Dann blau. Das ist nicht blau. Das ist türkis. Okay. Okay. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Gut. So, jetzt haben wir das auch wirklich abgeschlossen. Dann weiter zu Flip, Flap, Flop. Ja, aber selbst wenn Türkis eine Abwandlung von Blau ist, warum gibt es dann beide Begriffe? Richtig, weil das eine eher blau ist und das andere eher türkis. Das akzeptiere ich also nicht. Türkis ist grün-blau, nicht nur blau. Richtig. Das ist nur so ein halbes Blau. Das ist genauso blau, wie lila-blau ist. Okay. Hier sind aber noch 5 Blumen, habe ich gesehen. Hi. Okay, einen habe ich auch erwischt. Kann man die abschießen? Ja. Kleine Flugzeuge. Und wieder die... Nein! Dinger im Hintergrund da. Dinger im Hintergrund? Die Möwen. Ach so. Interessant. Ja. Diskutiere niemals mit Svenja über Farben. Es ist mein Job. Es ist wie den Leuten den Unterschied zwischen rosa und pink erklären zu wollen. Das hier? Pink. Okay. Okay. Ist unten noch was? Ja. Was ist das denn? No! Vergackt. Was kann man noch abschießen? Mhm. Na ja, auf nach oben. Wobei ich immer finde, auch Farben sind immer so ein bisschen subjektiv. Guck mal in den Schatten da unten rechts. Ja. Oh, shit, von euch runter. Okay. Einfach auseinandergebrochen. Das Geschenk, Jan. Ich sehe es. Ich schieße es in der Luft ab. Oh! Geh weiter hoch, damit ich nicht sterbe. Okay, perfekt. Wie mich der Balken einfach getrollt und nach unten gehauen hat. Moment, kann man da nach hinten noch? Vielleicht. Ja. Moment. So. Der Evil-Balken. So. Du gehst hoch, ich schieß schon mal. Moment. Ich komm da noch von oben runter. So. Dann würde ich sagen, let's go. Okay, mhm. Gleich. Gut. Und wir runter. Dann haben wir das auch. Oh, da kann man einfach hoch. Mhm. Oh, nice. Dann. Okay. Meine Suizidmöwen. Ja. Achtung! Das war natürlich genauso geplant von dir, ne? Richtig. Wer was anderes behauptet, lügt. Das ist so. Ist hier runter? Ich habe auch schon versucht, aber das Ding glaube ich nicht. Okay. Kann man die abschießen? Ja. Das war wieder mal genauso geplant von dir. Ja. Wie kommt man da hoch? Damit? Vielleicht. Ja. Okay. Checkpoint. Nice. Ich habe das Gefühl, wir haben noch gar nicht so viel gefunden. Mhm. Weiter runter? Ja. Wow, pop, pop. Das sind noch mehr Wolken im Hintergrund. Ich nehme die andere. Okay. Dann. Zack. Meine war, ja, meine war interessanter. Nee. Okay. Dann doch wieder hier hoch. Moment. Ich glaube, sicher gleich wieder runter. Komm, die zweite Box, ja. Weiter nach oben. Ach, wirklich? Ach, Spiel. Ich dachte, wir müssen wieder runter. Ups.
Es zieht sich ganz interessant hoch irgendwie, das Level. Ja. Da oben links sehe ich auf jeden Fall einen Schatten. Mhm. Ja. Ja. Bin verloren gegangen. Ich habe alles, glaube ich. Okay. Bin wieder da. Nice. Das Level vor allem mit den Schnuffelchen auf Zeitdruck stelle ich mir sehr nett Nein! Vor. Nimm du, bin voll. Achso. Hm, Moment, ich springe auf. Okay. Einfach nur, um dich schon mal wegzumachen. Ich will aber! Moment. Mhm. Okay, hier ist nichts weiter. Alles klar, da ist auch noch so eine Libelle versteckt. Ja, die dürfen wir doch mit Sicherheit aufsuchen. Als ob! Die war einfach so mitten im Weg. Warum hast du die nicht gefressen? Ich hätte es nicht geschafft, in der Zeit die alle zu fressen. Warum nicht? Du hast doch gesehen, dass es nicht gut geklappt hat, als du es versucht hast. Sonst isst du auch wie so ein Weltmeister. Aber ich kann auch nur so schnell essen, wie ich essen kann. Warum? Weil ich manchmal ein Langsamesser bin. Bist du gar nicht. Oh, da habe ich Blumen gesehen. Du verschlingst immer alles. Bin ich ein Verschlinger? Ein Eater bist du. Nein, aber ernsthaft, Jan ist wesentlich schneller als ich. Oh ja. Ist da vielleicht noch was? Okay, ich bin drauf. Hi, ne? Kondomgeister. Was? Ja, genauso wie ich es gesagt habe. Okay. Na, komm mal. Wäre wirklich kein Boden gewesen. Ja, so sehen wir wenigstens, dass wir da nichts verpasst haben. So, und abschießen. Okay. Yay! Nummer 4. Nice. Das sind doch sicher nochmal rote Münzen hier, oder? Ich hoffe. Nice. Achso, man kommt da einfach hoch. Perfekt. Money! Money, money, money. Hm, das ist ein Flugzeug. Einfach nur für alle Fälle. Aber dann sehe ich irgendwas. Ah. Okay. Okay. Da ist noch so eine Libelle. Ja. In den Wolken sogar teilweise versteckt. Bewegt das Ding sich jetzt quasi weiter? Ja, so ein bisschen. Ah, bop, bop. Okay. Ach, guck mal. Nein, ich hab's verfehlt. Okay. Ah, leider. I got it. Hab alles. Okay. So, noch ins Ziel. Ich fliege einfach mal schon mal voraus. Okay? Ja. You can do it. I save you from... Nicht hier. Ich geh mal ins Ziel. Okay. Du bist auch wieder dabei. Da irgendwas? Der aber Tetris wieder Block. Alles, glaube ich. Ja. Nice. Yay. Kriegen wir gleich mal wieder ein Match-Level? Fürs nächste? Das wäre auch echt schön. Wird schon lange keins mehr. Wobei, gelogen, wir hatten dieses Fahr-Dingens-Level. Ja, aber das war auch sehr witzig. Match! Yes! Solar-Zoom. Okay. Was? Hä? Das sieht interessant aus. F-Zero? Ein Matsch-Level! Crazy. Formel 1! Und Crazy so, nein! Noch so. Was ich alleine machen muss. Stoppe deinen Sieg mit deinem Solarauto. Im Sonnenstrahl fährt es schneller, im Schatten langsam bewege Yoshi nach links und rechts, um die Fahrspur zu wechseln. Okay. Okay. Das ist interessant. Auch mit dem Solarauto. Dann würde ich sagen, ich fahre und du schießt. Ja. Du kannst einfach die Schallgas auf alle abschießen. Also! So, und einmal rüber. Ah, so fahre ich rüber. Aber auch richtig gut mit dem Solaraspekt. Ja. Oh. Oh, nicht so weit. Und wieder rüber. Herzies! Ich hab bloß sie abgeschossen. Weiß nicht. Wo sind die denn? In der Mitte? Nee, links. Oh Gott! Ich
getroffen. Ich weiß gar nicht, was ich hier abschießen soll. Oh! Sieht aus, wir sind im Schatten. Gar nicht gemerkt. Okay. No. Okay. Einfach die Scheigers das abschießen. Das Geschenk! Nice. Ich glaube, das meiste ist wahrscheinlich eher auf der Strecke, weil wie sollst du fahren und schießen? Ja. Die Sonne da oben. Ja. Ah, das sind die Sonnenturbostreifen, von denen erzählt wurde. Ah. I see. Und dann einfach durch die Mitte durch. Das macht voll Spaß, aber ich fürchte, dass wir das nochmal machen müssen. Egal, es macht Spaß. Da rechts ist noch was. Rüber. Rüber. Da rüber. Das zu treffen ist irgendwie unmöglich. Hallo. Bist du und wieder rüber. Hab ihn getroffen! Dass du die ganzen Herzchen einsammelst. Eigentlich will ich nur die Konkurrenz loswerden. Ob man die irgendwann besiegen kann? Wenn man die oft genug abschießt, wo sind die denn jetzt? Links. Ja. Und einmal ganz rüber. Und einmal wieder ganz rüber. Und einmal wieder ganz rüber. Ah. Du musst den roten wahrscheinlich abschießen. Ja. Alter! Oh, hab ich Münzen verpasst. No, da war Schatten. Mhm. Vielleicht krieg ich immer noch was, wenn mein erster wird. Ja, drei. Oh. Drei Dingens. Und. Rüber! Nice. Jan fährt übrigens im Real Life nicht so Auto. Nicht? Nein. Drei Blumen kriegen wir, wenn wir erster werden. Ah. Rüber. Darüber. Wie gesagt, das meiste ist echt auf der Strecke. Ja. We did it. Wir haben alles geholt. Das war voll witzig. Das war voll das coole Level. Aber da irgendwas an den Rand abzuschießen später. Oh, das wird ein Spaß. Oh, holy. Yoshi Kart. Erster. Nice. So gut abgeschossen, die Leute. Ich glaube, du wärst auch so Erster geworden. Wir haben eine Menge Münzen vor allem gesammelt. Ja. Und alles gesammelt, wie gesagt. Weil du die ganzen Herzen abgeschossen hast, hast du 20 am Ende gehabt. Ja, ne? Das war echt cool. Wie habt ihr das auf Anhieb geschafft? Jan ist gut gefahren. Ich habe einfach genau alle roten Münzen erwischt, die man erwischen musste. Du bist aber nicht perfekt gefahren. Nee. Und du hast trotzdem geschafft. Hey, Yoshis. Ja. Wir hatten eine schöne Zeit. Seit wann fragt er uns das schon wieder? Ich brauche halt unbedingt diese Flasche scheinbar. Ja, wir müssen hier so sammeln. Und wieder 7 Stück. So, die Frage ist, willst du jetzt schon anfangen zu sammeln? Haben wir jetzt in den Vorderseiten, haben wir aber nicht alles, ne? Doch. Alles geholt. Oh. Auf Anhieb. Wie nett. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch ein paar Schnuffelchen sammeln wollen oder schon mal anfangen wollen, ein bisschen noch was zu holen. Dann suchen wir mal. Ja, und ein bisschen was können wir ja noch machen. Man muss ja nicht immer einen ganz klaren Cut haben. Ja. Ja, so prinzipiell habe ich nicht so viel gemacht. Ich habe das Geschenk abgeschossen. Ich glaube, der Rest war einfach Jans Verdienst. Das war unser Verdienst. Ah. Du hast die ganzen Leute abgeschossen, die auf der Straße waren. So eine Flaschenhütte. Okay. Haben wir die schon mal gut gesehen? Die braucht er scheinbar ganz dringend, wenn er extra auf uns zukommt. Ja. Bitte lass dich nur nicht von Fressbärt fressen. Schlingbärt. Ist da hinten Wasser natürlich? Nee. Wasser? Nee, das sind irgendwelche Blätter. Was habe ich da jetzt getroffen? Die Blume. Irgendwie. Okay. Ich weiß zwar nicht wo, aber irgendwo hast du die Blume erwischt. Ist in Ordnung. Wir kamen abschießen. Sein Gesichtsausdruck dabei. Das ist auch noch. Was? Man kann mich abschießen? Da. Jo, Scheiger wollte das sein Haus beschützen. Ich hab mein Haus! Und wir haben sein Haus geklaut. Also immer all die Leute, die meinen, ja, nee, Xbox One und PlayStation 4 for the win, weil Switch hat schlechte Grafik. Habt ihr dieses Wasser gesehen? Ultra realistisch. Dieser Schock in seinen Augen. Echt mal. Es war so ein gütiger Fisch und dann sowas. Die Libellen. Da müssen wir echt aufpassen.
Da haben wir auf jeden Fall ein paar ja gesehen. Bei den Kippblöcken in der Vorderseite. Hm? Ein kleiner Finger tut mir weh. Der Kratzer von den Meris? Ja. Außer nicht die Meris, die dich gekratzt haben, oder? Nee, ich bin irgendwo drüber gekommen. Ah. Ist halt schnell, wenn du das Gehege sauber machst, dass du mal irgendwo dran kommst und dich an einem Haus oder so ein bisschen aufratscht. Ja. Das gehört ja dazu. Und auch, dass man sich vielleicht mal ein bisschen dreckig macht. Und plötzlich Scheiße an dem Arm hat. Ja, es war nur so ein brauner Fleck, das hätte alles sein können. Mal gucken, ob ich es jetzt schaffe. Nice. Es war echt nur so ein bisschen Dreck, ne? Wie gesagt, das hätte alles sein können. Und dann Jan erstmal, warum hast du da Scheiße am Arm? So, Genau mit dieser Stimme. Das ist nämlich, Baby Rage. Das ist nämlich eigentlich auch Jans normale Stimme. Jo, da finden wir auch nichts weiter. Eigentlich redet Jan nämlich so. Wo hast du deine Libelle gerade getroffen? Da hinten an dem Was Ding. Flog sie noch? Okay, also anscheinend wurde da auch schon lange nach den Dingern gesucht. Nach den Libellen? Ja, schreibt Lupo. Oh. So. Dann kannst du uns ja vielleicht notfalls helfen, wenn wir es nicht auf Anhieb schaffen. Noch nicht, aber später vielleicht gerne. Moment, da unten. Aber, hier war... Nee, am Ende war sie zwischen hinter den Wolken. Ah. Das ist da eigentlich gerade noch. Ich habe aber nicht auf Anhieb getroffen. Ich musste zweimal schießen. Aber ich habe sie immer hingetroffen am Ende. Das ist ja die Hauptsache. Ja, wenn Jan schon die ganze Arbeit macht, dann kann ich wenigstens mir Mühe geben, alles zu treffen. So. Oben vielleicht nicht noch. Kann sein. No! Boah, ich glaube, ich werde mir gleich nach dem Stream erstmal ein geiles Stück Pizza gönnen. Geil. Selbstgemachte Pizza ist immer noch die beste Pizza. Achso, das ist ein richtig geiler Pizzaladen. Ja, gut. So, da ist auch nichts weiter. Aber mit Liebe gemacht schmeckt es irgendwie noch besser. Da. Vor meiner Nase erstmal nicht treffen. Also eine müssen wir irgendwo noch finden, die andere ist wie gesagt am Ende hinter den Wolken. Mhm. No. Svenjas Pizza ist halt echt geil. Aber das ist auch ein Rezept, oder der Pizzateig, das ist ein Rezept von meiner Tante. Meine Mama hat sich das Rezept quasi geschnurrt. Und dann habe ich das quasi übernommen. Das ist doch nicht mal mein Rezept. Das alte Familienrezept. No! Ja. Und ich sag mal, belegen kann ja jeder, ne? Oh, das ist der Teig. Halt, zurück. Zurück. Oh! Gut gesehen. Hm? Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Abort Mission. Guck mal nur zurück. Ja. So, und jetzt irgendwo hier am Ende noch, hinter den Wolken. So halb, Kai, wir haben jetzt Schinken und Pilze drauf getan. Wir hatten ja früher immer Salami und Schinken drauf. Kommt raus. Aber seit der Story mit dem Salami-Knubbel bin ich da vorsichtig. Eine Board-Mission? Hm. Der war aber echt nur ganz knapp auf dem Bild. Okay, der Burn.